Hallo Leute, heute am Montagnachmittag um 15 Uhr hat der Sohnemann einen Brief, der eigentlich für ihn gekauft war. Ich habe noch ein paar Karten mehr genommen, um auch für mich eine oder andere Erweiterung für mein Yu-Gi-Oh! Set dazu zu bekommen. Also, das ist ja verflixt. Na? Die Karten sind schon rausgeflogen. Wisst ihr schon, welche das sind? Ich glaube, die packen wir mal nach hinten. Da sind noch mehr Karten im Umschlag. Zuerst erstmal ein Kauf, das war ein Kauf bei Hüseyin aus Hamburg. Um das nicht zu vergessen. Genau. Ich denke, beim nächsten Brief an den Solomann macht er es ganz alleine auf. Da werde ich kein Wort zu sagen. Und jetzt haben wir, glaube ich, erstmal. Okay, die waren, glaube ich, nicht gekauft. Zeig die mal erst, Luca. Das ist, glaube ich, das Giveaway von Hüseyin. Mal gucken. Die waren, meine ich, nicht im Kauf enthalten. So, wir haben den Buster Klingenkämpfer. Wappen des Drachenzerstörers. Oder die magische Hüte, Hashtag Yugi. Und verrätische Schwerter. Nicht die Lichtschwerter. Das sind vier Karten. Und jetzt kommen wir zu das Haupt. Ja. Wir haben die Exodia vom Kopf. Genau. Rechtes Bein der Verbotenen. Linkes Bein der Verbotenen, rechter Arm der Verbotenen, linker Arm der Verbotenen. Und damit haben wir für den Luca 7 einmal die Exodia organisiert. Oh, dann kommen wir zu drei Karten, die erstmal für Pokémon sind. Aber sind schon auf dem Weg, ein zweites Mal auf dem Weg zu Luca. Dunkler Mann, Alter, habt ihr es gerade gesehen? Warte. Blauäugiger, weißer Drache. Und die haben einen wunderschönen Holo-Effekt. Da. Den können wir jetzt, glaube ich, ganz schwer nur darstellen, weil die Folie drum ist. Aber wenn wir die Karten das nächste Mal bekommen. Alter, sehen die für mich? Und jetzt kommen die Götterkarten für Luca, genau. Er wollte unbedingt Götterkarten sehen, weil ich sie auch in meinem Raum habe. Der ist noch für Papa. Schwarze Rohlaugendrache, Hashtag Joey. Hat meine Götterkarten gesehen und war so dringend, hatte die Bedürfnisse, mir sie wegzunehmen. Schleifer der Himmelsdrache. Bis ich sagte, ich kaufte welche, mein Schatz. Oberlist der Peiniger und. Allerdings die stärkste Karte. Wie heißt die denn, Luca? Der geflügelte Drache von Ra. Genau. Die drei Götterkarten sind jetzt auch in Lukas Besitz. Ja, ich hoffe, er geht damit vorsichtig um. Aber das denke ich, denn Luca behandelt jede Karte wie einen Schatz. Das war das Video heute Montagnachmittag mit ein bisschen Yu-Gi-Oh! Wieder. Ja. Ich denke, wir werden noch ein, zwei Openings machen an Yu-Gi-Oh! Diese Woche. Und werden noch einen wunderschönen Brief öffnen, wo wir das Ghost from the Past 2 Set versuchen, um einiges zu weiterleuchten. Drum bleibt am Herz, Gott ins Herz der Karten, bleibt am Pokéball, schalte wieder ein und gleich morgen früh öffnet der Luca den nächsten Booster Astralglanz, in der Hoffnung, den nächsten Megapool zu landen. Let's go, euer Pokémon-Leon. Luca 7. Come on.